Willkommen zurück zu Super Mario 64 Last Impact. Ja, wir sind immer noch in dem Casino-Level Gamble Game Gallery und müssen uns jetzt an die Mäuse machen, ne? Mystery of the Mice. Ja, vielleicht sind die ja irgendwie auf der Toilette oder so. Ja, das könnte ich mir so vorstellen. Das ist ja so meistens so. Das ist ja so Ratten, die kommen ja eher so aus der Kanalisation. Der hat bestimmt was, oder? Ja doch, hier sind die Toiletten. Der hat bestimmt sein Problem. Those mice, they stole some of my food and coins that fell down. They went somewhere into the bathroom, but I can't make out where they disappeared to. Ja, Kloake halt, ne? So wie die wahrscheinlich hier reingekommen sind. Sie werden hier wahrscheinlich kein Mauseloch haben, ne? Hier gab es ja sowieso keine Münze drauf. Das ist wahrscheinlich dann hier dieses... Ah, das ist ein Eingang, natürlich. So. Und jetzt sind wir hier schon in der Scheiße, die uns sogar Schaden nimmt. Ach du... Ja, genau! Okay, wir kennen die Mäuse. Die kennen wir schon aus dem Minispiel. Alter, und die killen uns auch sofort. Die sind schwer umzubringen, das haben wir ja schon festgestellt. Okay, wir schauen uns einfach mal die Kanalisation an, ne? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir alle 500 Mäuse da besiegen müssen. Warte mal, welche Richtung war das da? Okay. Das wäre nämlich dann doch ein bisschen scheiße. Die müssen irgendwo mit dem Stern geflohen sein. Einmal rein, nicht zwischen... Nein. So, dankeschön. Meine Güte, als Klempner muss man ja ab und zu auch mal... schön in die Toilette rein. Kann ich euch so umbringen? Ja, ist doch wundervoll. Okay, das macht die Sache natürlich erheblich einfacher. Wäre auch beim Minispiel so gewesen. Nur wenn man drüber springt... Au! Du sei ein böser Mensch! Du sei ein böser Mensch! Okay, ein paar Münzen. Bringt mir jetzt nicht so viel. Ah, aber der Durchgang da vielleicht. Dahin flüchten sie also mit unseren ganzen Sachen. They're Pinky and the Brain. Yes, Pinky and the Brain. One is a genius, the other's insane. They're laboratory mice. Their genes have been spliced. They're Dinky, they're Pinky and the Brain, 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 Brain. Oh. Und tödliches Wasser in der Kloake. Das haben sie natürlich auch ausgetestet. Boah, das ist echt so eine Art Labyrinth, ne? Wie damals in... Boah, wie hieß der Hack? In dem einen Hack, den wir schon mal gespielt haben. Boah, ich hab schon... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, man hört eine Maus und nichts passiert. Aber da ist der Stern. Okay. Also so schwer war das jetzt nicht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt schon... Also dass es bestimmt irgendwie Kombis gibt, die einen sofort killen könnten. Zum Beispiel, du hast irgendwie 4 Leben, wirst dann einmal ins Wasser geschmissen und hast dann nicht die Zeit rauszukommen. Crazy Roulette. Okay, Crazy Roulette. Wo ist denn das Roulette? Ist vielleicht hier das Roulette? Alle an einem Pokertisch. Alle haben das Pokerface auf. Auf dem Gesicht drauf, natürlich. Was haben wir hier? Da ist ein Titel drüber, oder? Ja, doch. Crazy Roulette, ja. Wie kommen wir jetzt nur noch rein? Müssen nur noch den dazugehörigen Palmer finden, ne? Ah, da winkt schon einer. Ah, das ist er doch. Okay. These people think this kind of roulette is fun. They most have never played real roulette. Do you really want to see the real roulette? I'll give you one of my entrance cards for it. Okay. Das ist sehr nett. Dankeschön. Das hilft uns weiter. Müssen da also nur noch rein. Und das Roulette überstehen. Ist es so ein bisschen wie bei diesem einen Super Mario 64 Hack, wo man eigentlich auch so Leben abgreifen kann? Das sieht sehr weird. Boah, Alter, wie viele... Ich frag jetzt mal nicht, wie viele Texturen das sind, ne? Okay. Nee, aber ich kenne das schon so teilweise. Wow. Okay, kenne ich doch nicht. Alter, das ist sehr komisch. Wir müssen anscheinend hier ans Ende kommen, oder? Ist ja fast so wie ein Punktestand. Ja. Okay, das war jetzt nicht so die Welt, ne? Muss ich ganz ehrlich zugeben. Muss ich jetzt nochmal mit dir reden, damit ich den Stern kriege, oder wie? Rede an! Sag an, Alter! Gib mir den Stern! Those people think... Ja, okay. Genau das, was... Vielleicht müssen wir die Leute ansprechen. Vielleicht geben die uns irgendwelche Tipps irgendwie von wegen... Ja, so spielst du Poker, ne? I've bet everything I've...
I have on 26. I practically can't lose. I have a system that's never failed so far. And it really worked once before, so what are the chances it's gonna fail now? Also 26. Was sagst du? I put all my money on 18 and 31. I can't feel it. I'm gonna win this time. Ja, wenn du meinst. Also ein Stern kriegt dadurch nicht. Das ist ja wundervoll. Kann ich hier vielleicht das Roulette irgendwie anschalten? Und dann ist da irgendwas am Laufen? Das ist schon sehr auffällig, ne? Das ist jetzt die Nummer... Warte mal. Müsste die 26 sein, oder? Wie der Typ gesagt hat. Ja doch, die 26. Auf 26 ist der Stern. Muss ich denn auf der 26 stehen bleiben? Könnte ich mir so vorstellen. Alter. Aber wenn es so rutschig ist, ne? Wie will man das machen? Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Wenn wir stehen bleiben... Ja, wir können stehen bleiben, teilweise. 26, also einmal hier stehen... Nein! Du sollst stehen bleiben, Mario! Jetzt sterben wir sogar, ja. Fail. Mama mia! Mario ist heute mal wieder ein bisschen angeschlagen mit dem Hals. Ein bisschen sehr. Ah. Nicht nur, weil ich schon so ein bisschen krank bin, ey, Alter. Ja. Ich werde mich ab und zu mal ein bisschen räuspern müssen, ne? Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Das kommt ab und zu mal vor. Was sagst du denn? Okay. Also, was du sagst, das wissen wir ja schon. Weißt du, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich sagen soll, sag ich einfach irgendeinen Scheiß vor mir her, weißt du? Boah. So typisch ist das. Ratatatata. So. Oder eine Stampfattacke. Stampfattacke kann auch des Rätsels Lösung sein. Aber hier hält der doch auch inne. Der hält ja kurzzeitig inne. Das sieht man ja. Stampfattacke. Okay, wir machen noch eine Runde. Und schauen uns um. Wir versuchen noch einmal, das Teil zu treffen. Wenn das nicht mit der Stampfattacke funktioniert, dann... Ja, weiß ich auch nicht weiter. Das ist knapp. Ja, man kann aber an den äußersten Rand. Ah, okay. So spawnt ja immerhin mal der fucking Stern. Alter. Ja, aber wie soll ich das denn machen, wenn ich dann sofort in die Sequenz eingelitten werde? Ich meine, da kann ich doch nicht so mitten in der Sequenz noch irgendwie was richten, oder nicht? Ich bin gespannt, was der letzte Stern sein wird. Weil ich glaube, hier haben wir kein weiteres Tor, oder? Wir haben jetzt hier noch Crazy Roulette. Aber mehr ist hier nicht. Sind das jetzt vier Areas? Wüsste ich gerne. Das kann ich mir mal kurz anschauen. Ich glaube, das führt in dieselbe Area. Das glaube ich hier in dem Bereich. Warte mal kurz. Durch die Wand schauen hilft meistens. Ah, nicht unbedingt. Wir gehen doch noch mal rein. Okay, ein Code 917. Keine Ahnung, was ein Code 917 ist. Meine Güte. Okay, die 28. Ich bleibe jetzt mal hier oben, damit ich noch genug Zeit zum Reagieren habe. Ja, okay. War eine gute Wahl. Hat mich jetzt auch nicht so enttäuscht. Wundervoll. Also der Stern ist auch gut. Der ist ganz nett gewesen. Dass man wirklich erstmal diese bestimmte Zahl erreichen muss, halt wie bei einem richtigen Roulette. Ja, und dass es einfach nicht zufällig ist, sondern dass man da wirklich ja schon ein bisschen Chancen hat. Coins in a Pinball Machine. Aber in welcher? Ich habe noch nicht... Okay, da. Es gibt also doch noch eine weitere Tür. Winkt hier noch vielleicht irgendeiner von den Leuten? Pinball-Leute? Wo seid ihr denn? Der ist wütend. Und du gibst uns nichts? Komm, einer von denen muss doch hier den Pinball ansagen, oder nicht? Ich werde jetzt hier den Teufel tun und irgendwelchen zufällig ansprechen. Du bestimmt. Du bist es, oder? Abandoned came, bla bla bla. Du sagst das bestimmt auch. Abandoned came und stole our money. Ach komm. Das Dumme ist halt das Casino. Nicht das Casino, sondern die Pinballmaschine ist auf der ganz anderen Seite. Ja. Es gibt hier bestimmte Leute, die wollen... Ah ne, guck mal, der spielt doch hier Pinball, oder? Ist das... Nee.
Das ist ein Pinball für Windows. Ah, Alter. ATM. Okay, Banking Card. Do you love the thrill? If so, you should give Pinball a try. It's my favorite game ever. I will give you an entrance card for if you agree. Ja, okay. Oder for free, eins von beiden. Weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht richtig gelesen. Egal. ist das jetzt die Aufgabe mit den roten Münzen? Weil die hatten wir noch nicht. Ja, ich glaube schon. Pinball ist immer so eine eigenständige Sache. Alter. Kann ich irgendwie den Pinball kontrollieren? Also nicht den Pinball selber. Ich meine, Mario ist ja jetzt offensichtlich der Pinball. Alter. Ich habe das auch schon in einem Preview gesehen. Alter, das funktioniert halt echt so geil ein bisschen. Oh, Alter. Wie nervig ist das denn, bitteschön? Hallo? Okay, ich kann oben drauf stehen. Das ist sehr vorteilhaft. Dann springe ich da einmal hier rein, oder nicht? Vielleicht kann ich mich dann hier wieder richten. Nö, kann ich nicht. Aber ich glaube... Nein, ich will nach rechts. Ach, scheiße. Ich will da nicht zwischenfallen. Okay, der schießt uns nochmal nach oben. Shit. Okay. Aber die Kameraführung ist jetzt hier nicht so die mitspielendste. Sehr innovativer Name, ne? Sehr innovatives Wort. Mitspielendste. Ich will da einfach sofort reingehen. Meine Güte. Ja, hol deine Kohle aus dem Bankautomaten und lass mich spielen. Lass mich zocken. Ich zock auf deine Kosten. Bis zum Bankrott. Ja, Glücksspiel kann süchtig machen. So. Ich glaube, letztlich hat man ja mehr davon, nicht Lotto zu spielen, als wenn man es gespielt hat. Könnte ich mir so vorstellen. Ja gut, dann hat man halt Geld gespart. Auf der einen Seite. Macht natürlich Sinn. Okay, was kann ich jetzt noch machen? Ich könnte das Teil mitnehmen. Ey, das ist doch unfair! Was ist das? Wieso sind die überhaupt so schräg? Man kann dadurch nicht besser sehen. Das ist das Ding. Warum sind die Wände schräg? Das hätte nicht nötig sein müssen. Ach du Scheiße. Ja komm, mach deinen Scheiß. Aber das ist echt eine harte rote Münzmission. Und die Kamera ist halt echt nicht... Spielt wieder mal nicht mit. Wie üblich. Ich glaube, das ist so eine Idee aus Captain Toad Treasure Tracker, oder? Oh nein, jetzt werde ich wieder rückfällig. Ich wollte das doch nicht. Ich habe doch gerade meine Therapie gemacht. Komm, schieß mich nach oben. Wow. Wenigstens eine rote. Ey, das sieht halt wirklich aus wie dieses Windows-Pinball. Okay. Komme ich da vielleicht noch nach oben? Kann ich mich vielleicht mit dem Kicken nach oben kicken? Ah, das ist sehr angenehm. Vielen Dank für die Tricks. Dass sie auch hier wieder Verwendung finden. Wunderschön, ja. Das macht mich glücklich. So, hier haben wir noch eine rote. Dann können wir vielleicht hier oben nochmal... Ah, guck mal, da haben wir auch noch was. Wundervoll. Also wenn man diese Tricks kennt, dann... Oh, das ist bestimmt sehr schnell, ne? Ja, das war diese Bonusrunde. Dieses Bonusgebiet. Das ist überhaupt nicht slippery. Okay. Dankeschön. Wo fehlt da noch was? Da drüben in dem Loch, ne? Ja. Das heißt, da ist auch wieder die Schwierigkeit rauszukommen. Ich gehe, glaube ich, mal über die andere Richtung. Ja, ich gehe einmal außen rum. Ich glaube, das ist sicherer, ja. Wenn wir jetzt hier so einen Hechter machen. Ja, da ist auch nicht sehr viel Platz, ne? Shit.
Ja, wobei, jetzt kommen wir auch wieder rein. So. Ich würde sagen, wir machen so einen doppelten. Genau. Stellen uns dann hier hin und dann werden wir uns hochtreten. Genau, jetzt kommt da drüben nämlich der Stern. Und wir müssen eigentlich nur noch durch das Loch. Ah, shit. Das bestimmt in gewisser Weise schief gehen wird. Alter, nee, geht nicht schief. Okay. Ach, dem Herrn sei gelobt, dass das jetzt geklappt hat. Oh, meine Nase juckt, ey. Die juckt die Hölle. Wahrscheinlich die Hölle. Meine Güte. Das kann jetzt nicht der Fall sein. Ja gut, dann betreten wir jetzt mal Big Beasts Ballet. Eine, auch etwas, wo ich ein paar Streams von gesehen habe. Alter, und das Vieh erwacht. Big Beasts Ballet. Bunny in a Belly. Bunny in a Belly. Oh. Das hatten wir ja schon mal mit einem Hasen. Jetzt ist die ganze Hasenfamilie gefressen worden. Ey, Alter. Du greifst mich hier nicht an. Was ist das für Schatten, Alter? Haben wir hier Schatten? Haben hier wir rote Münze? Wir haben Stern. Okay. Aber die Zähne sind auch sehr interessant. Ja, doch. Teilweise interessant, teilweise aber auch echt ein bisschen komisch. Kann ich hier vielleicht so ein bisschen wie ein... Ey, das kann ich doch 100 pro machen, oder nicht? Oh, und die Musik aus Mario Luigi... Bowser's Inside Story. Das geht, Leute, das geht. Ich bin einfach nur nicht hoch genug gesprungen. Nee, okay, klappt. Doch, also, es sieht sehr knapp aus. Ich will das jetzt so schaffen. Okay, wenn ich jetzt nicht die Münzen habe, die Leben habe, dann lasse ich es sein und hole lieber die 100 Münzen. Da, 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 la, da, 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 da. Das ist von dem Castle, ne? Das ist die Castle-Musik. Ah, es ist sehr knapp. Es ist sehr, sehr knapp. Okay, wir versuchen es später nochmal. Ja gut, das ist sehr gemein. Alter, und dann ist hier noch so Scrolling-Texture-mäßig alles am Wabbeln. Sehr unangenehm. Hier muss es auch stinken wie in der Hölle, ey. Meine Güte. Selbst der Blooper aus Super Mario Sunshine. Einfach ekelhaft. Und ich bin mir sicher, die Säure wird uns auch verätzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Geht nicht, das ist nicht so toll, lol, das ist nicht so toll, lol. Aber es ist auch schön, wie Bloopers hier eingebaut wurden in das Spiel. Und ich finde gar nicht mal, dass die Animationen hier so schlecht aussehen. Nö. Die sehen echt gut aus. Kann ich euch hier irgendwie nutzen? Ja, ich glaube, die kann man als Katapult nutzen. So war das, glaube ich. Ja gut, holen wir erstmal die roten Münzen, 100 Münzen. So wie man es gewohnt ist. Aber jetzt muss ich mich echt die ganze Zeit an der Nase kratzen. Vielleicht ist ja irgendwo Geppetto. Vielleicht können wir hier fliehen. Vielleicht können wir ein Feuer anzünden und dann einfach, da muss der Wal niesen und dann können wir fliehen. Doch, das wird so der Fall sein. So, komm mal her. Nein, ich will deine Münze haben. Ja, komm, wir haben noch Zeit. Selbst wenn das hier im Wasser ist, also in der Säure ist, hat man ja immer noch ein bisschen Zeit, bis man verätzt. Ne, diese Salzsäure, die ist ja... Ja, man muss standhaft bleiben, Leute. Das, wenn man sich von der Salzsäure beeindrucken lässt, dann wird man beeindruckt. Oh, ein Sushi, der am Boden liegt. Can you lend me a helping hand? I have infiltrated this beast. That's right. A proud shark like me would never get eaten by something as stupid as and slow as this thing. But I'm kinda being disgusted over here. Can you help a pal out and drag me out of this exit? Acid? Also, Säure wahrscheinlich. Ich hatte noch nie das Wort Säure im Englischen gelesen. Von daher, was soll's. La 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 la. Nee, die Musik ging ja eigentlich so. Also, oder nee? Da, 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 da. Doch, das ist die Musik.
Was? Ein Froschkonzert. Ja, okay. Ich gehe definitiv in einem Wal, um ein Froschkonzert zu hören. Das ist vollkommen normal. Das ist... Das macht jeder so. Ja, so ein bisschen erinnert das natürlich an Lord Yabu Yabu. Aber ich glaube, sowas erinnert mich dann eher so an Pinocchio, muss ich sagen, ey. Es gab ja auch für den SNES so ein Pinocchio-Spiel. Ich will doch einfach nur hier lang. Hier gibt es sogar eine Route, eine Angelroute. Ja, eine... Wie nennt man das? Eine Leine? Oh, shit. Okay, ist das bestimmt ein Stern oder so? Nee, komm, bevor wir hier zu weit reingehen. Oh, fucking hell. Mother of goodness. Scheiße. Okay, wir hätten einfach nicht stehen bleiben sollen. Scheiße. Alter. Okay, dann helfen wir jetzt einfach mal. Wir versuchen jetzt nochmal kurz da oben hochzukommen. Und helfen dann dem Hai. Dass wir wenigstens etwas geschafft haben. Ja, komm. Versuchen jetzt nochmal hier hochzukommen. Das ist zu hoch. Alter, nur noch die Geräusche. Wir helfen mal den Hai. Und dann war es das auch für den Part, weil mehr schaffen wir dann hier tatsächlich nicht. Boah. Das ist ein cooles Level. Können wir dich greifen? Ja, okay, wir können dich greifen und dann wie Bowser ziehen. Warte mal, erstmal wollen wir dich umbringen. Ja, komm. Aber wie? Okay, über welchen Knopf soll ich das jetzt machen? D-Pad? Warte mal, wir reden dich erstmal an. Einmal raus aus der Säure. Nee, der will nicht. Der will nicht gezogen werden. Also, vielleicht will er das gezogen. Vielleicht will er aus der Säure gezogen werden, aber er macht nichts. Sobald ich B gedrückt halte, klappt hier nichts. Ah, okay, A. Also A öfters drücken, dann klappt das. Okay. Praktisch so ein bisschen wie BLG. Good work, dude. You've just earned a special place in my full chin. What? Ja, und was kriege ich jetzt? Hallo? Okay, sieht nicht so aus, als würde er irgendwas bringen. Ah, machen wir noch eine andere Sache. Und zwar, wir haben es ja gerade schon angeprobiert, aber wir sind dann an Dummheiten gestorben. Ja, man hat hier halt echt nicht so viel Zeit. Guck mal, wäre ich so schnell durchgekommen, hätte ich nur einen Energiepunkt verloren. Und hier ist ein Toad! Alter! Hast du eine Gasmaske auf? Was hast du da am Kopf, im Gesicht? Visitors in here? You must be the first person I've met in years. Achso, das ist ein Bart. You've looking for stars? Well, search no longer. I have something for you. Alter. Aber das ist nett. Der sitzt hier einfach ein paar Jahre im Bauch vom Wal. Okay. Ja, wir machen hier im nächsten Part weiter. Das war Geppetto. Und dann schauen wir uns weiter dieses, ja, Ungetüm an, ne? Bis dahin. Tschüss und bye bye.